Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 167 von Aquarion. Ja, wir sind letztes Mal hier rüber gesprungen in diesen Sektor. Hier haben wir auch wieder so eine Station gehabt. Da ist sie, glaube ich, ne? Reisezentrum. Das ist wahrscheinlich wieder dafür, dass man hier weiterspringen kann. Und da kann man hier Rohstoffe und Geld reinballern. Und dann kriegt man die Reichweite hin, um den Hyperraum weiterzumachen. Gut, das ist jetzt nicht unser Ziel. Wir müssen gucken, wie wir weiterkommen. Aber das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Wir gehen in die Karte und haben hier nach da den Weg und nach da vielleicht den Weg. Und von da kann man nach da springen. Okay, wäre jetzt interessant, hier runter einmal zu springen, oder? Das sind ja doch weite Wege, ne? Was haben wir hier? Notruf, okay. Nur ein Ausrufung zeigen. Aber wir müssten auch in der Story weiterkommen, ne? Lass uns da mal gucken, was war hier? Ne, da nicht, da. Der Wissenschaftler, finde und zerstöre weite Forschungsseite, hört dich nach Informationen um. Okay. Die Forschung, sammle drei legendäre Subsysteme, die keine Exoner-Artefakte sind. Okay. Du hast einen Sender gefunden, der mysteriöse Nachrichten an alle Teilnehmer der sogenannten Operation Oxidus aussenden. Auf zum Ändern. Du hast einen Funkspruch von einem unbekannten Absender erhalten. Bitte dich 349 sprengen lassen. Nein, will ich nicht machen. Ja, und hier sind überall Meldungen über Notrufe, die ich jetzt auch nicht unbedingt machen will. Der will mir jetzt helfen, meine Own Station zu founden, also meine eigene Station zu gründen. Ja, muss ich mal gucken, ne? An der Schiffswerft Gründungsschiff bauen. Finde und zerstöre weite Forschungssatelliten. Jetzt müsste ich mich umhören. Das wird man ja wahrscheinlich hier vielleicht beim Frachter machen können, oder? Ne, Frachter ging. Meinst du die Dinge, die irgendwie Radionachrichten versenden? Ja, genau die. Ja, habe einen gesehen. Warte, lass mich schauen. Wo war das? Ah, hier, Sektor 186, 120. Danke für deine Hilfe. 186 minus 120. Dann gucken wir mal, 186 minus 102, ah, da ist er ja sogar, na dann können wir da ja auch direkt hinfliegen, ne? Da unten links ist es, ne, doch nicht, da ist die Station ausgewählt, hier oben ist es. Dann müssen wir mal da in die Richtung fliegen, dreh dich mal um und dann springen wir dahin. Antrieb wird aufgeladen. Sehr schön. Und Sprung. So, da sollen wir noch so eine Kiste zerstören. Gucken wir doch mal. Die Quest. Wie lange geht die? Wie viele Stationen müssen wir machen? Im Prinzip, was gibt es hier zu gucken? Energie und Blitz überlaufen, Einträge, bitte loggen Sie mehr für Informationen. Die Einträge sind beide gleich, oder? Irgendwie, bitte Blitz werfen, können jetzt jedes Mal außer Stein durchdringen. Stein könnte ein Problem werden, aber bisher haben wir keinen Weg gefunden. Ja, okay, das ist schon mal klar. Dann fliegen wir da mal ein bisschen näher ran. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nirgendwo anstoßen. Auf der anderen Seite. Aber wir haben schon geschafft, ne? Da ist schon einer im Weg gewesen. Auf der anderen Seite müsste unsere Reichweite ja relativ hoch sein, ne? Aber ist schon kaputt. Ist schon kaputt. Da ist das Wrack. Kann man da noch was machen? Nein. Was sagt denn jetzt unsere Mission? Finde und zerstöre weitere. Ja, jetzt habe ich wieder einen gefunden, ja, aber was bewirkt das? Hier gibt es bestimmt keine Leute. Genau so ist es. Das bedeutet,
Wir würden jetzt mal wahrscheinlich hier hinspringen, weil da könnte nämlich dieser und der Schnitt. Ne, da ist er. Dann machen wir das so. Dahin müssen wir. Okay. Versuchen wir mal da rumzukommen. Das sieht so aus, als ob wir nirgendwo anecken gerade. Ja, hat gerade so geklappt, war. Einmal bitte zu dem Schnittpunkt der zwei Tore. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Da gibt es ja wieder Schiffe, da können wir vielleicht fragen, ne? Ist nur die Frage, was bewirkt das, wenn diese Forschungssatelliten kaputt machen? Einmal Karte. Ja, das war nicht der Schnittpunkt, aber der nach da oben auf jeden Fall. Und wo geht es hier links hin? Steht da auch nicht bei, leider. Kein grüner Blip hier in diesem Bereich. Und hier ist auch keiner. Gucken wir erstmal, dass wir hier ein Schiff finden. Ein Güterschiff, das könnte vielleicht uns helfen. Warum? Ich will sie zerstören. Na dann, ich habe einen Sektor 170, 100, danke für deine Hilfe. 170, 121. Aber die sind ja jetzt markiert, oder wie war das? Da ist er. Koordinaten zum Navigationscomputer eingeben. Wir müssen nach da oben. Dann mal kurz die Kurve kriegen. Na, gerade so geschafft. Und dann nehmen den Asteroiden noch her. Und den, ach, haben wir ganz knapp geschafft. Ja, das ist jetzt gerade Zielkurs. Ach, Glück gehabt. So, jetzt aber auf ein neues. Achso, den müssen wir nur abkühlen. Haben gerade so am Tor vorbeigeschafft. Wir haben bald reingeknallt. Also Wendigkeit gleich null mit diesem Schiff müsste man eigentlich noch was machen, ne? Und Möglichkeiten sind ja gegeben. Torpedoschweifer haben die gleiche Farbe wie der Sprengkopf. Sehr schön. Na, weiter geht's. Oder auch nicht. Oder doch? So, da sind wir. Direkt immer vor uns, ne? Hat der nicht getroffen? Nochmal. Ja. Beziehung zu dem Messenger wird verschlechtert. Ich weiß nur nicht, wo ich diese Nachrichten herkriegen kann, lesen kann. P war es, ne? Okay. Das bedeutet, hier ist nichts los. Wo springen wir jetzt hin? Ich springe mal dahin. Auf geht's. Abkühlzeit verringern. Sprung, voll. Okay, wir haben was verkauft an unserer Quelle. Sehr schön. Was war das gerade? Naja, ist jetzt auch egal. Das war wahrscheinlich. Da oben habe ich gerade noch am Rand sowas Blaues gesehen. Leider bin ich schon gesprungen. Daher war wahrscheinlich irgendein Bauteil, was wir kriegen konnten, ne? Weiß jetzt gar nicht, ob ich den Satelliten gerade gerammt habe oder so. Keine Ahnung. Könnte sein, müsste man nochmal gucken. Kreuzer. Aber ich glaube, den können wir nicht fragen, ne? Ne. Casino. Kann man da auch was fragen?
Nee, da kann man nichts fragen. Das ist unser Schiff und das ist der Schaden oder was ist das? Können wir was reparieren? Ist wohl nichts zu reparieren. Okay, dann würde ich sagen, Casino brauchen wir jetzt nicht. Karte und woanders hinspringen, ne? Ich hätte gern hier irgendwo was. Da ist aber wohl nichts. Wo geht der hin? Kein Grüner hier in der Ecke. Komm, dann springen wir mal da hin. Sieht so aus, als ob da was sein könnte. Sprungroute wird berechnet. Abkühlzeit haben wir auch wieder. Dann kühlen wir mal ab und gucken zu, dass wir dann springen. Energie ist wieder mal niedrig. Nicht geschafft. Na, da muss man erst was aufladen. Okay, jetzt geht der rote Balken weg und jetzt fangen wir an zu laden. So ein bisschen die Batterien aufladen, dass wir weiterkommen. Hier war ja sonst nichts, oder? Warte mal, das Güterschiff, das könnte uns doch auch was sagen. Ups. Meinst du Dinge, die irgendwelche... Ja, genau die meine ich. Ja, habe gesehen, warte, lass mich mal schauen. 175, 190. Okay, das wird dir gleich angezeigt. Raus aus der Karte, rein in die Karte und Koordinate-Navigationssystem eingeben. Wir springen dann doch dahin. Macht ja nur Sinn. Akku, hoffentlich reicht er diesmal. Aber wir müssen ja nicht mehr abkühlen, könnte also klappen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, kommen wir hin. So, nächster Satellit. Vielleicht ist ja auch mal einer da, der bewacht wird oder so. Ich weiß nicht, wie viel man abschießen muss, damit da was passiert. Dann kommen die Wissenschaftler an, ne? Der sitzt jetzt aber, oder? Dringende Lieferung ist schon mal weg. Die ist ja auch sowas von zielgenau, ne? Ich glaube, wenn ich ein bisschen daneben schieße, trifft er wahrscheinlich. Ja, da ist er kaputt. Ha, auf frischer Tat ertappt, du bist derjenige, der ständig unsere Ausrüstung stiehlt. Es war ein Versehen. Welche Ausrüstung? Ich sehe hier nur Müll. Wer bist du? Wer bist du? Wir sind Mitglieder des MAD-Wissenschaftsverbands. Unsere jüngste Forschung an den Xotan-Energiesystemen war bahnbrechend. Du bist offensichtlich nicht zu irgendeiner wissenschaftlichen Erleuchtung fähig. Abschaum wie dich brauchen wir nicht. In der Tat sind wir uns sicher, dass die Galaxie ohne Verbrecher wie dich besser dran wäre. Bist du auf der Suche nach der wahren Macht reiner Energie? Wir zeigen dir das Potenzial wahrer Energie. Mach dich bereit, geschmolzen zu werden. Hahaha. Mobiles Energielabor. Okay. Sehr schön. Das Ding ist kaputt, oder? Ja, wir sind kaputt, nicht die. Also, da sitzt Power hinter, wie wir gerade gemerkt haben, ne? Durch wurde es zerstört. Will das Schiff wieder hergestellt werden? Preis, ja. Okay.
ist alles weg, oder was? Nee, haben wir schon wieder da. Jetzt müssten wir nur gucken, dass wir es auch reparieren können. Können wir auch. Jetzt haben wir diese Mission gekriegt. Aber wie geht's weiter? Zerstöre das mobile Energielabor und sammle seine Artefakte ein. Okay, dann wissen wir Bescheid. Das ist das Ziel, aber da wir gerade gemerkt haben, wie gut das ist, ist dann die Frage, ob wir das mal eben so schaffen, ne? Okay, wir sind weit, weit weg, so wie das aussieht. Das Energielabor muss hier hinten irgendwo gewesen sein. Und da wüsste man jetzt gerne wo, ne? Irgendwas bei 170 war das, ne? Die Wissenschaftler. Da müssen wir da wohl wieder hin, oder? Kann das sein? Würde ich mal sagen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir müssen kurz noch ein bisschen überlegen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr unser Berg schützen, dass wir da zum Einsatz bringen. Und dann gucken wir mal, dass wir das erledigen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.